Ja, heute habe ich ein Video, wo ich euch ein paar Sachen zeige. Und zwar wurde ich angeschrieben von In Love Arts und die haben mich gebeten, mir ein paar Sachen auszusuchen und die euch dann eben vorzustellen. Also das ist ein Werbevideo. Und ja, ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Also ich habe mir nur ein paar Stanzen und ein paar Stempel ausgesucht. Als erstes zeige ich euch mal dieses hier. Und das sind hier so kleine Insekten. Ich nehme hier so ein Blatt und mache das mal so vor, wie ich mache. Kann man so gut sehen, glaube ich. Ja, die fand ich ganz süß. Und jetzt für den Sommer, Frühling und so weiter, finde ich, kann man die gut nehmen. Also Bienchen, Libellchen und ja, Blumen auch noch dabei, ein Pilz. Aber es ging mir halt mehr so um die Schmetterlinge und ja, allgemein um die Tierchen halt. Genau. So, und da kann ich mir gut vorstellen, so eine Kinderkarte zum Beispiel zum Kindergeburtstag, da was mit zu machen. Also ich werde auch garantiert zu jedem Set, glaube ich, noch mal ein Video machen oder vielleicht mache ich auch ein Live-Video, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Und als nächstes mache ich dieses hier mal auf. Das fand ich total süß. Das ist so ein Baumhaus sozusagen. Ja, wundert euch nicht über meine Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, das schaut so aus und angemalt sieht das auch total süß aus. Und ja, das ist dann so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, Elfenhaus oder so. Finde ich auf jeden Fall total niedlich. Mach das gleich mal hier rüber, sonst blendet das immer so. So, das hier, das ist dann mehr für meine Bastelleute. Also meine Nähleute sozusagen, mit denen ich meine Freundinnen, die dann auch nähen. Und wenn ich für die mal so einen Gutschein zum Beispiel machen will, für einen Nähladen zum Beispiel, wo sie sich dann was aussuchen können, dann finde ich diese Stempel total passend. Und ja, es gibt natürlich viele in diese Richtung, aber so detailgetreu zum Beispiel wie bei der Maschine hier jetzt, finde ich, ist es sonst nicht. Also, der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, das waren schon die Stempel. Wie gesagt, dazu werde ich wahrscheinlich mal so ein Video machen, wo ich entweder koloriere oder eine Karte zu basteln oder irgendwie sowas. So, dann habe ich mir drei Stanzsets sozusagen ausgesucht. Ich fange mal mit dem hier an, weil es am einfachsten eigentlich zu erklären ist. Und zwar, ich habe es euch schon mal ausgestanzt. Das ist hier einfach nur, sieht dann ausgestanzt so aus. Und die Teile kann man eben nach innen klappen, Klebeband drauf, umklappen und dann kann man hier noch so eine Karte reinschieben oder einen Tag. Man könnte das jetzt auch in ein Mini-Album zum Beispiel kleben und dann eben hier noch einen Tag dazu basteln. Finde ich total süß. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, finde es aber nicht so schlimm. Also für so eine Kleinigkeit ist es ganz okay. Ich guck mal gerade, das ist jetzt hier. Ja, 8,5 mal fast 6, 8,5 mal fast 6 cm. Wie gesagt, ich hatte gedacht, es wäre ein bisschen größer, aber ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. So, dann dieses Teil hier, das ist ein bisschen komplizierter. Ihr seht, da sind einige Falzen auch schon mit drin und hier auch so ein Schlitz, wo man dann später dieses Teil hier durchmachen kann. Und ich habe das jetzt auch schon mal ausgestanzt und dazu so ein Tag quasi gebastelt. Und dann wird das Ganze eben, das halt so umgeklappt und hier hinten durchgeschoben. Und dann kann man das halt später hier, also diese Fläche wird hier festgeklebt und dann kann man das Teil hier dann bewegen. Ich finde aber, wenn ich das jetzt mal, also hier kommt dann dieses Papierchen sozusagen rein. Also erstens habe ich mir auch gedacht, dass es ein bisschen größer wäre. Und also ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht auf die Maße geachtet, das muss ich auch zugeben. Und wenn ich das jetzt hier rüber schiebe, um das hinzulegen, dann habe ich tatsächlich das Problem,
Erstens, ich weiß gar nicht, wo ich das Teil hier, da gibt es nichts, wo ich das dran festkleben kann. Also das hängt da immer lose drin. Und diese Lasche hier hinten, wenn ich das komplett hinlege, ich nehme das jetzt mal raus, lege das mal hin, dann seht ihr schon, das verschwindet hier hinter. Und ich habe dann hier gar kein Teil, wo ich ziehen kann. Also das heißt, ich müsste mir das hier auf jeden Fall verlängern, damit ich es dann eben, wenn ich es zum Beispiel in ein Buch als so eine Art Tag oder Klappmechanismus einbauen wollen würde, in ein Mini-Album zum Beispiel, dann müsste ich mir das verlängern, weil ich kann hier gar nicht ziehen oder auch auf einer Karte halt, ne? Also wenn man so einzeln stehen hat, dann geht das natürlich, dass man es hier gut hin und her ziehen kann, weil es ja nirgendwo festgeklebt ist. Aber wenn ich es irgendwo festklebe, dann habe ich halt hier immer dieses Problem. Also da muss ich mir dann nochmal was überlegen. Oder ich habe hier einfach total Quatsch gemacht und habe es falsch zusammengebastelt. Aber ich habe es ein paar Mal hin und her probiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sonst zusammengebastelt werden könnte. Also wenn ihr da eine andere Idee habt, dann dürft ihr mich gerne eines Besseren belehren. Also man kann das hier unten vielleicht gegenkleben. Wenn man das jetzt hier einmal so aufmacht, dann könnte man das hier so durchschieben und dann hier unten an dieser Lasche hier, da könnte man es dran festkleben. Das würde funktionieren. Und dann bleibt es halt dort immer fixiert. Das geht natürlich. Aber das löst trotzdem nicht mein Problem, dass ich hier hinten diese Lasche dann nicht weiß, wie ich sie, ja, also die muss ich dann trotzdem verlängern. Ja, ansonsten finde ich das Teil eigentlich total witzig und ist dann eben mal schnell ausgestanzt und ein schönes Element in einem Album zum Beispiel oder auch für eine Karte einfach nochmal so ein kleines Zusatzteil. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen größer ist. Ansonsten, wie gesagt, finde ich, ist es eine nette Idee. Und ihr seht, ich habe mir hier auch ein anderes Teil ausgeschnitten. Also ich habe nicht das Original genommen, sondern ich habe mir hier nochmal extra eins ausgeschnitten. So, und als nächstes kommen dann, oder auch schon als letztes, kommen dann diese Bestandteile hier. Und da kann man wirklich super süße Sachen machen und hat hier auch echt viele Teile, wenn man das ausgestanzt hat. Also ihr habt einmal dann immer quasi diesen Schatten hier oder diesen Umriss sozusagen und dann eben nochmal die Innenteile. Und ich finde die total süß und besonders hier bei den Marienkäferchen, wenn hier diese Fühler hier noch so nach oben ein bisschen gehen, also so ein bisschen Abstand haben. Das finde ich total süß. Die sind wirklich, wirklich niedlich. Und ja, ich glaube, da kann man auch wirklich gut mit dekorieren. Theoretisch könnte man sich ja auch beides aus zwei verschiedenen Farben ausstanzen und dann vielleicht die Teile hier auch immer wieder, so jetzt muss ich gucken, welches wo reingehört, und dann wieder in diesen Hintergrund reinlegen. Dann hat man noch so einen Hintergrund immer. Würde ich auch ganz witzig finden, glaube ich. Also da kann man auf jeden Fall richtig süße Karten draus machen. Ja, und das war's auch schon. Ich glaube, es war ein Wert von circa 20 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste mir die E-Mail mal durchlesen nochmal. Ist schon ein bisschen her. Also ich habe jetzt auf die Sachen gute 3 Wochen gewartet, bis sie hier angekommen sind. So, ich packe das gerade mal hier drauf und an die Seite. So, ich möchte euch natürlich aber auch einmal kurz die Seite zeigen und wechsle einmal kurz auf meine Bildschirmansicht. Und zwar sieht das Ganze so aus. In Love Arts, so heißt das. Und ja, die haben wirklich ziemlich viel. Ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl ausgesucht. Also ihr habt hier echt viel Auswahl. Hier ist zum Beispiel dieses Set, was ich mir bestellt habe mit den Tierchen. Ja, und die haben auch Bilder und solche Sachen. Also die haben jetzt nicht nur rein Bastelsachen, die haben auch noch ein paar andere Sachen. Aber ihr seht halt, die haben hier wirklich ziemlich viel Auswahl. Ich glaube, das ist ein 3D-Drucker, wenn ich das richtig sehe. Ja, und hier haben sie dann eben verschiedene Sachen. Haben auch Sets. Gucken wir mal. Ach so, okay, das sind Stempelsets. Genau, Lasermaschine. Was ist das? Ah ja, hier, das ist dann wahrscheinlich so ein. Ach nee, das ist. Was ist das denn? Ist das so ein. Ach, da kann man mit dem Laser was aufzeichnen lassen. Ach, das ist auch cool. Guckt mal. Ja, coole Sache, habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
Also wie gesagt, die haben hier halt ziemlich viele Sachen. Die haben halt hier auch verschiedene andere Sachen noch. Also die haben nicht nur Bastelsachen. Und ja, hier findet man dann eben die Bastelsachen. Ja, ich war jetzt mit den Sachen bin ich eigentlich zufrieden und die haben auch alle gut funktioniert. Also die ließen sich auch gut durch die Big Shot kurbeln. Ich gehe mal wieder hier zurück. Ja, die Stanzteile, die sind nicht kaputt gegangen beim Durchkurbeln, das ist ja auch immer wichtig und sind theoretisch wie beschrieben. Ich nehme stark an, dass da die Größe dabei steht und ich habe das leider immer bei diesen China-Sachen zum Beispiel, wenn ich irgendwo was bestelle in irgendeinem China-Shop, dann verpeile ich das immer mit den Größen. Das muss ich jetzt ehrlich gestehen, das ist einfach so mein Fehler, sage ich jetzt mal. Das passiert mir wirklich andauernd. Ja, das waren jetzt die Sachen und ich werde auf jeden Fall noch mal ein Video dazu machen. Unten in der Infobox verlinke ich euch einmal die Links zu diesen Teilen hier. Und mir wurde gesagt, dass ihr auch einen Rabatt bekommt. Also ich werde unten in der Infobox auch einen Rabattcode für euch mit reinpacken. Und ja, ich werde mir gleich nochmal alles genau angucken in der E-Mail. Und das findet ihr auf jeden Fall alles unten in der Infobox. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen Freude hattet an dem Video. Und ja, ihr dürft mir gerne mal sagen, welches von den Stempelsets ihr als erstes sehen wollt, mit was ich als erstes was machen soll. Die Blümchen und Tierchen oder doch lieber hier das Elfenhäuschen oder ein Gutschein für Nähbegeisterte. Das dürft ihr mir unten in den Kommentaren schreiben, worauf ihr da mehr Lust habt. Okay, ihr Lieben, dann sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.